Wir haben nämlich noch zwei Brauburschen hier am Podium. Die Conny Brauer von der Brauerschule hat die nämlich ausbilden lassen. Ja, und zwar diese zwei jungen Herren hier zu Rechten. Ja, die müssen wir natürlich auch freisprechen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wer kann das nicht am besten als der Doyen des Brauhandwerks, der Doyen der Universität Weinstephan. Unser Professor Dr. Narzis. Herr Professor, darf ich Sie aufbitten? Herr Professor, Sie dürfen diese beiden Herren freisprechen. Sie haben die Prüfung seinerzeit bestanden. Ich war dabei und mache den Zeugen. Ja, Sie sind zwar nicht durch meine Mühlen gegangen, die waren ein bisschen länger, aber ich vertraue natürlich der Ausbildung aus dem Hause Brauer. Und ich freue mich, dass ich Sie also sozusagen freisprechen darf. Herr Reiter, wir kennen uns zwar nur schriftlich, aber da werde ich nachher mal mit Ihnen unter vier Augen drüber reden. Es war nichts Böses. Und Herr Steinfahrt, wir kennen uns ja schon lange. Und man sagt ja eigentlich, ein Münchner kommt auf die Welt und weiß schon was vom Bier. Und deswegen vertraue ich schon auf den Urkern in Ihnen. Und damit darf ich also zur Freisprechung schreiten. Und zwar den Herrn Dieter Reiter. Dieter, Manfred. Herr Professor, können Sie sich... Von der Seite. Ja. Also, nochmal, aber es tut nicht weh. Also, alles Gute. Die andere Seite brauchen wir. Und Herr Steinfahrt, das ist ja riesig, dass ich das heute noch darf. Alles Gute. Den Schütz, den Bernhard Klier, den Martin, Dr. Martin Leibhardt, den Heiner Müller. 1, 2, 3, 4, 5. Und wo ist der Sechste? Dr. Michael Müller, da ist er schon, ja? Er hat sich versteckt. Können wir das ein bisschen rüberziehen? Wir können das auch ein bisschen rüberziehen, danke, selbstverständlich. Danke. Stopp. Dieter Reiter ist unser Zeuge. Ich gehe jetzt. Wir bleiben so beieinander. Ich gehe in die Mitte, ja, vielen herzlichen Dank. Unser Manfred Nevzeller hat das Münchner Reinheitsgebot in der Hand und wir schwören feierlich im Namen unserer Brauereien, dass wir auch weiterhin unser hervorragendes Münchner Bier nach dem Reinheitsgebot von 1487 und 1516 brauen, nämlich wir verwenden keine anderen Zutaten als Wasser, Malz, Hopfen und die Hefe. Wir schwören. Das war's eigentlich schon. Ihr kennt seinen Namen wieder, aber da. So, jetzt darf ich sagen, der Chef hat noch eins, Entschuldigung, Herr Oberbürgermeister. Alle, die ihr Bier in der Hand, die Krüge hoch. Wir trinken auf unser gutes Münchner Bier, auf unsere schöne Heimatstadt München. Den weiteren Spruch sage ich jetzt nicht, der gehört am Nockerberg. Aber Prost auf das gute Münchner Bier. Prost beinand. Prost.